Der Apple M1. Für Mac-User ganz bestimmt der Release des Jahrzehnts. Aber für mich als Windows-Power-User? Genau die Frage stelle ich mir schon seit dem Release der neuen MacBooks vergangenes Jahr, weswegen ich mir im heutigen Video mal anschaue, wie sich's aus der Perspektive von jemandem mit dem MacBook lebt, der absolut überhaupt nicht im Apple-Ökosystem ist. Ach, und ein Performance-Vergleich zu einem ehrenwerten Konkurrenten aus der Windows-Welt darf natürlich auch nicht fehlen. Ob sich das Windows-Notebook in Premiere und Resolve gegen den kleinen M1 hier behaupten kann oder im Endeffekt doch gnadenlos den Boden damit aufwischt, erfahrt ihr in diesem Video. Ich könnte euch jetzt etwas zum schlichten, minimalistischen und hochwertigen Bild erzählen, lass es aber lieber sein und quatsch direkt mal über meine ersten Gehversuche mit dem MacBook. Was man Apple echt lassen muss, ist, dass sie sich mit dem neuen M1 echt aus dem Fenster gelehnt haben und mit dem neuen Chip auf ARM-Basis eine komplette technische Neuentwicklung hingelegt haben. Eigene Grafikeinheit, eigener Prozessor, alles zusammengelötet auf einem kleinen, energieeffizienten Chip. Was man sich beim Kauf aber lieber dreimal überlegen sollte, ist, wie viel RAM und Speicher man braucht. Weil, ja, auch die sind leider direkt mit dem Mainboard verlötet und ein Upgrade später somit unmöglich. Bei dem Testgerät im heutigen Video handelt es sich um ein 13 Zoll MacBook Pro mit 512 GB Speicher, 16 GB RAM und natürlich dem M1 Chip, welches mir freundlicherweise von notebooksbilliger.de zur Verfügung gestellt wurde. Aber wie liebt sich's denn jetzt als blutiger Mac-Anfänger mit dem M1 MacBook? Um ehrlich zu sein, nach kleinen Startschwierigkeiten gar nicht mal so anders. Dadurch, dass meine Hauptkamera direkt auf USB-C SSDs aufnimmt, kann ich diese direkt an einen der beiden Ports am MacBook stöpseln und drauf losschneiden. Naja, zumindest dann, wenn man entweder ein Programm für NTFS nachinstalliert oder seine SSD als EXFAT formatiert, einem Dateisystem, das sowohl von Windows als auch macOS genutzt werden kann. Worauf man als Windows-Nutzer aber auch erstmal klarkommen muss, ist, dass manche Symbole auf der Tastatur einfach woanders sind. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich versehentlich ein Fenster geschlossen habe, obwohl ich eigentlich nur ein Ad tippen wollte. Und naja, dass man jede gottverdammte Anwendung immer mit Command und Q schließen muss, dass sie auch wirklich geschlossen wird, what, why, ist auch ein bisschen ungewohnt. Abgesehen davon verstehe ich auch nicht, in welcher Welt es Sinn machen soll, mit Command plus Tab wie in Windows zwischen Programmen springen zu können, man auch alles angezeigt bekommt, es aber nicht funktioniert, in Programme zu springen, wenn sie minimiert sind? Wo ich im Vorfeld mit macOS echt Bedenken hatte, ist Netzwerkspeicher. Weil da ich in einer reinen Windows-Umgebung bin, nutze ich auf all meinen Servern natürlich ausschließlich SMB-Shares. Zu meiner Überraschung lassen sich diese vollkommen normal auch mit den Windows-Share-Login-Daten nutzen. Sogar mounten, um diese direkt am Desktop als Netzlaufwerk angezeigt zu bekommen, geht ohne jegliche zusätzliche Software. Zumindest dann, wenn man mal herausgefunden hat, wie. Was mich aber echt geflasht hat, ist, wie gut das M1 MacBook mit den 16 GB RAM auskommt. Würde mir jemand ein Windows-Notebook mit nur 16 GB RAM andrehen wollen, würde ich ihn fragen, ob er zu hart gegen eine Wand gelaufen ist oder ob es ihm sonst eh noch gut geht. Aber beim M1 scheinen 16 GB echt ausreichend zu sein. Selbst bei größeren Premiere Pro-Projekten habe ich bei dem M1 MacBook nie mehr als ungefähr 13 GB vollbekommen. Dass Apple diesen Unified Memory direkt auf dem Chip verlötet, um die bestmögliche Bandbreite rausholen zu können, kann ich ja irgendwie verstehen. Aber dass die normale SSD auch verlötet ist, macht ja mal absolut keinen Sinn. Nicht nur, dass sie sich trauen, für ein simples 1 TB SSD-Upgrade 460 Euro zu verlangen, nein, die SSD ist auch noch arschlangsam im Vergleich zu beispielsweise einer handelsüblichen Samsung 980 Pro M2 SSD. Ach, und sollte ich vielleicht anmerken, dass die Samsung SSD, die hier mit dem MacBook-Speicher gerade absolut den Boden aufwischt,
auch weit weniger als halb so viel kostet wie das SSD-Upgrade beim MacBook. Aber mal ganz abgesehen davon, habe ich an dem MacBook echt weniger zu kritisieren als anfangs gedacht. Das Trackpad ist trotz 13 Zoll Notebook-Formfaktor echt schön groß ausgefallen und das Klicken damit irgendwie richtig satisfying. Besser als bei allen Windows-Notebooks, die ich bis jetzt hatte. Dafür gebe ich dann sogar gerne die rechte Maustaste auf, die Windows-Nutzer ja so lieben, und klicke stattdessen einfach mit zwei Fingern. Was ich allerdings absolut nicht nachvollziehen kann, ist, dass so viele die MacBook-Tastatur absolut in den Himmel hypen. Für mich ist sie einfach nur okay. Da wir es hier mit dem MacBook Pro zu tun haben, gibt es zusätzlich zur Tastatur auch noch die Touchbar, auf welche ich ehrlich gesagt aber echt verzichten könnte. Daher meine Frage an alle MacBook Pro-Nutzer unter euch: Nutzt ihr die Touchbar im Alltag tatsächlich? Wenn ja, wofür? Schreibt's mir doch gerne unten in die Kommentare. Wo ich mir irgendwie auch mehr erwartet hätte, ist das Display. Gerade im Kreativbereich ist Apple ja so prominent wie nichts anderes. Und dann verbaut man hier ein Hochglanzdisplay, das spiegelt wie die Hölle, sobald mal ein bisschen Licht aus einem falschen Winkel drauf fällt. Naja, zumindest die Auflösung ist mit 2,5K bei der Größe echt top und die Farbreproduktion direkt vom Werk aus gut. Aber irgendwie schaut für mich in der Standardkonfiguration alles etwas künstlich, überschärft und zu kontrastreich aus. Ich konnte es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, das Display mal nachzumessen bzw. manuell für REC 709 mit Gamma 2.4 zu kalibrieren. Und siehe da, auch in der Standardkalibrierung hat das Display schon 100% des sRGB-Farbraums geschafft. Was will man als Online-Content-Creator also mehr? Ach, ich will ja nicht unhöflich sein. Zuerst möchte ich euch auch mal den Konkurrenten aus der Windows-Welt etwas vorstellen. Der XMG Neo 15 mag zwar nicht in einem schlichten, schicken Aluminium-Unibody untergebracht sein wie das MacBook und um mindestens eine Dimension größer sein, ist aber weit davon entfernt, optisch als klassisches Gaming-Notebook abgestempelt zu werden. Sollte man damit also mal in einem Meeting sitzen, sticht man zwischen den ganzen MacBooks nicht direkt heraus. Ist man also bereit, etwas mehr Notebook mit sich herumzutragen, hat der Neo 15 einiges zu bieten. Unter der Haube werkelt ein i7 der 11. Generation, welcher in Kombination mit einer Nvidia RTX 3080 Grafikkarte so ziemlich jeden mehr als zufriedenstellen sollte. Egal, ob man damit arbeiten oder zocken möchte. Richtig punkten konnte das Neo 15 bei mir aber neben den Tech-Specs auch mit der optomechanischen Tastatur, welche sich beim Tippen im Vergleich zum MacBook schon echt verdammt geil anfühlt, und mattem 15,6 Zoll IPS-Display, welches nebenbei auch mit 165 Hz daherkommt. Auch die Kalibrierung vom Display des XMG gefällt mir um einiges besser als das MacBook und schaut viel natürlicher aus. Beim Nachmessen mit meinem X-Rite iPhone Display Pro komme ich auch hier auf annähernd 100% des sRGB-Farbraums. Aber wie gesagt, vergleiche ich beide Displays mal mit meinem professionellen 4K-Grafiker-Monitor, kommt diesem das Display im XMG doch deutlich näher als das im MacBook. Und ach, habe ich auch schon erwähnt, dass man hier vom Dongle Life sicher ist? Mehrere USB-A-Anschlüsse, analoge Audio-Ein- und Ausgänge, SD-Kartenleser, 2,5 Gigabit Ethernet, HDMI und sogar ein Thunderbolt 3-Port, um beispielsweise daheim am Schreibtisch ein Dock oder Thunderbolt-Monitor nutzen zu können. Will man sein Notebook noch etwas tunen, kann das auch direkt aus Windows über das XMG Control Center geschehen. Um es für das Video aber möglichst einfach zu halten, habe ich es einfach bei den standardmäßigen Einstellungen belassen. Wartet noch einen Moment, das Notebook rendert noch! Okay, jetzt aber mal Spaß beiseite. Was haben die beiden Notebooks denn jetzt so drauf? Für mich immer ganz wichtig, Playback-Performance. Weil was bringt es einem, wenn das Notebook das Video zwar extremst schnell exportiert, man sich dafür aber im Schnitt am liebsten die Haare ausrupfen möchte?
weil alles einfach nur so vor sich hin ruckelt. Wie schon im Video zu sehen, läuft selbst RAW-Material mit Farbkorrektur drauf auf dem Windows-Notebook absolut flüssig. Erst mit aktivierter Noise Reduction bekommt man das Notebook dann doch in die Knie und ist plötzlich nur noch bei 8 FPS im Preview-Screen. Deutlich besser schaut's da schon mit ProRes-Material aus, welches sowohl komplett roh als auch mit Farbkorrektur butterweich läuft. Und selbst mit Noise Reduction immer noch annähernd mit 30 FPS live wiedergegeben werden kann. Zugegebenermaßen, das ist Performance, die ich sonst nur von einer dicken Workstation kenne. Echt impressive! Wirft man dann einen Blick auf was das M1 MacBook so leisten kann, schaut's im ersten Moment nicht mehr ganz so dolle aus. Mit dem 4,6K Cinema DNG RAW kommt der Apple-Chip gleich mal so gar nicht klar. Und 4K ProRes 422 geht zwar, auch mit 30 FPS, aber nur so lange, solange man keine Farbkorrektur auf dem Clip hat. Schalte ich dann meinen Color Grade mal dazu, wird's eine ziemliche Ruckelpartie. Und in Kombination mit Noise Reduction kann man sich von flüssiger Wiedergabe in jeglicher Form verabschieden. Richtig überrascht war ich dann allerdings, als ich mal ein Premiere-Projekt mit fertig farbkorrigierten DNxHR-Clips geöffnet habe. So gute Timeline-Performance habe ich bei einem Notebook wirklich noch nie gesehen. Vor allem nicht bei dem insane niedrigen Stromverbrauch, wodurch man selbst unter Last auf eine Akkulaufzeit von über 4 Stunden kommt. Nutzt man hochkomprimiertes H.265 10-Bit-Videomaterial aus beispielsweise einer Sony A7S III oder Canon R5, wird man von dem M1 richtig überrascht sein. Denn auch das lässt sich damit superflüssig schneiden. In der Hinsicht Performance, von der man auf der Windows-Seite selbst mit einer Nvidia RTX 3090 nur träumen kann. Da es Nvidia scheinbar einfach nicht für nötig gehalten hat, einen Hardware-Decoder dafür in ihren 3000er-Karten zu verbauen. Solltest du also einen ähnlichen Workflow wie ich nutzen, bei dem man seine Videoclips erst in Resolve gradet, dann beispielsweise in DNxHR 10-Bit exportiert und im Anschluss in Premiere schneidet, kann man das MacBook zwar super für den eigentlichen Schnitt nutzen, fürs Color Grading und Export der Arbeitsdateien sollte man dann allerdings doch lieber bei seiner Windows Workstation bleiben. Oder wollt ihr wirklich 16 Stunden auf den Export eurer fertig farbkorrigierten Clips warten? Autsch! Aber ganz ehrlich, auch absolut kein Wunder, dass der Mac hier absolut zerstört wird, da DaVinci Resolve massiv auf GPU-Nutzung optimiert ist und das Windows Notebook eben mit einer vollwertigen RTX 3080 daherkommt, während der M1 nur die 8 GPU-Kerne im kleinen M1-Chip zu bieten hat. Ein ähnliches Bild zeigt sich, sollte man in seinem Schnitt viele rechenintensive Effekte nutzen. Hier als Beispiel der Speedwarp-Effekt in Resolve, welcher sich KI-gestützt Zwischenbilder zwischen die eigentlich vorhandenen Videoframes rechnet, um einen bestmöglichen Zeitlupeneffekt zu bekommen. Live-Playback kann man hier sowieso knicken, egal ob MacBook oder leistungsstarke Windows-Kiste. Deshalb mal SmartRender-Cache aktivieren und auch hier zieht das Windows-Notebook mit seiner dedizierten Grafikkarte gnadenlos davon und schafft's den Clip in 5 Minuten 13 zu rendern. Bis es dann auch das M1 MacBook endlich geschafft hat, ist nochmal sage und schreibe eine Stunde vergangen. Was man dem MacBook aber echt lassen muss, es bleibt selbst beim Export flüsterleise. Aber hey, nimmt man sich die Zeit, ist das Zeitlupenergebnis von Speedwarp in Resolve echt schön anzusehen und super smooth. Da ich allerdings fürs Color Grading an sich ohnehin meine Windows Workstation mit kalibriertem 4K-Referenzmonitor habe,
ist für mich eher interessant, wie sich das MacBook schlägt, wenn man einfach nur ein bisschen drauf schneiden möchte. Die grandiose Timeline-Performance habe ich ja vorhin schon angesprochen, was aber noch offen ist, sind die Exportzeiten in Premiere. Als Test habe ich hierfür die Projektdatei von meinem 2021er Workstation-PC-Bildvideo hergenommen, allerdings alle Effekte entfernt, um am Ende bei einem halbwegs realistischen, basic geschnittenen 9,5 Minuten langen 4K-Video zu landen. Und dann hieß es auch hier erstmal wieder warten. Nach 24 Minuten war das Windows-Notebook als erstes fertig, allerdings ganz dicht gefolgt von dem M1. Ich muss zugeben, hätte ich bei all dem, was wir bisher schon gesehen haben, echt nicht erwartet. Die brachiale Performance, die wir bis jetzt vom Windows-Notebook mit seiner RTX 3080 Grafikkarte gesehen haben, hat aber auch seinen Preis. Stromverbrauch. Während das Windows-Notebook nach dem Export nur noch 56% in seinem Akku übrig hatte, waren es beim MacBook noch ganze 82%. Zumindest bei mir in Premiere auch nicht wegzudenken, ist das digitale Nachstabilisieren von Videoclips mit dem Warp-Stabilizer-Effekt. Wobei der M1 diesmal sogar knapp doppelt so schnell war wie das Windows-Notebook. All das, was wir bis jetzt an Performance gesehen haben, setzt aber natürlich voraus, dass man keinerlei spezielle Plugins nutzt. Weil ich finde es zwar echt gut, dass Apple mit dem M1 die ARM-Prozessorarchitektur massiv vorantreibt und Mainstream-tauglich macht, aber davon, dass alles darauf optimiert ist, sind wir noch weit entfernt. Bei mir im Repertoire habe ich beispielsweise reichlich Transition-Plugins und Audio-VSTs, die noch nicht nativ auf dem M1 laufen. Da Performance vor allem bei Audiobearbeitung aber nicht ganz so wichtig ist, bin ich mit Audition beispielsweise dazu übergegangen, den Rosetta-Kompatibilitätsmodus zu nutzen, mit welchem sich dann alle VSTs problemlos nutzen lassen, wie von jedem Intel-MacBook gewohnt. So, aber für wen ist das MacBook mit dem M1 denn jetzt was? Ja, der Apple M1 ist zwar bei weitem nicht in allen Hinsichten besser als der Windows-Konkurrent, aber dafür deutlich günstiger? Kann man auf die Touchbar und etwas Akkulaufzeit verzichten, kann sogar nochmal etwas gespart werden. Denn den vollwertigen M1-Chip gibt's nämlich auch schon im günstigeren MacBook Air 13 Zoll mit 512 GB SSD-Speicher. Damit hat man dann ein Notebook, das für Online-Content-Creator auch die nächsten Jahre mehr Notebook sein sollte, als die meisten überhaupt nutzen können. Vor allem, wenn man darauf nur Basic-Videoschnitt machen möchte, ohne großartig mit Effekten und Color-Grading um sich zu schmeißen. Die Apple ARM-Architektur wird also für Power-User auch in naher Zukunft ein High-End-Windows-Notebook nicht wirklich ersetzen können. Was reine Video- und Fotobearbeitung angeht, sollte aber wohl wirklich niemand etwas zu meckern haben. Und mal ganz abgesehen davon, wo gibt's in der Windows-Welt ein Notebook mit der Performance, ohne permanent an der Steckdose hängen zu müssen? Genau, nirgends. Die Entwicklung seitens Apple geht also ganz klar in die richtige Richtung. Und dadurch, dass der M1 im Endeffekt ja nur Apples Einsteiger-CPU darstellt, bin ich echt gespannt, was da in Zukunft noch alles auf uns zukommen wird. Vor allem dann im Profi-Segment. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen oder weitergeholfen hat. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Video. Servus!